Ich würde behaupten, das war ein People's Pleaser. Mit einem der schönsten Düfte, die ich generell kenne. Er riecht sehr reich. Viele Leute kennen diesen Duft, aber er ist immer noch nicht ausgelutscht. Bruder, ich liebe diesen Duft. Also für diesen Duft, muss ich sagen, ist der Preis echt sehr fair. Also fast schon zu fair. Hier bekommst du für 60 Euro, glaube ich, einen Duft, der ist besser, krasser und günstiger. Und am Schluss gibt es noch einen Geheimtipp. Einen Duft, den ich wirklich jedem empfehlen kann für diesen Winter. Freunde des allerbesten Modegeschmacksfreunde, welcome back auf Andy und Klöd Fasch. Und heute haben wir ein selbstes Video. Ey, die kalten Tage stehen vor der Tür oder sind eigentlich schon angekommen, Freunde. Es ist fucking kalt draußen. Und Freunde, an kalten Tagen, was will man? Erstmal Wärme, aber zweitens gut riechen. Und deswegen habe ich heute für euch Männer draußen, die besten Männerdüfte in verschiedenen Preiskategorien. Also es gibt sehr viele Düfte. Ich glaube, das günstigste Parfüm kostet 50 Euro. Das teuerste, glaube ich, so 300 Euro. Aber generell, ich habe ein paar Düfte vorgestellt, die vielleicht auch nicht jeder kennt oder nicht jeder auf dem Schirm hat. Aber trotzdem müsst ihr auf jeden Fall jeden davon mal gesehen haben. Und am Schluss gibt es noch einen Geheimtipp. Einen Duft, den ich wirklich jedem empfehlen kann für diesen Winter, wo auch nicht jeder kennt. Aber starten wir mal ganz, ganz simpel. Starten wir mal mit einem Duft, wo ich gesagt hätte, letztes Jahr ist es so ein Must-Have. Dieses Jahr ist so, ey Bro, wenn du Bock drauf hast, dann geh rein, weil es immer noch ein sehr schöner Duft, finde ich. Wir reden hier vom Kilian Angel Share, meine Freunde. Also ich weiß, es gibt auch einige Dupes von dem Duft, die auch gut sind. Aber generell, ihr wisst, Freunde, ich halte wenig von Dupes, außer es sind Extremfälle, wie später auch gezeigt. Aber es ist wirklich ein Duft, da muss ich sagen, meine Freunde, im Winter, du gehst raus, feiern, einfach gute Laune, da ist der Duft. Es ist einfach ein sehr schöner Allrounder. Es ist süß, er ist bougie, alkoholisch. Er hat auch ein bisschen Vanille drin. Also generell, wenn ich mir vorstelle, so bei 0 Grad, auch im Schnee, du machst ihn rauf. Du hast eine sehr angenehme Aura. Und klar, ich muss auch sagen, viele Leute kennen diesen Duft, aber er ist immer noch nicht ausgelutscht, weil er... Ich sag's mal so, das ist kein Duft, wo man jeden Tag tragen kann. Es ist nicht so wie Erba Pura zum Beispiel, wo viele wirklich durchgerockt haben. Es ist ein Duft, auch der Flakon sehr schön, aber generell muss ich sagen, dieses Jahr kann man machen, muss man aber nicht. Aber wollte ich mal trotzdem auf der Liste haben, ich glaube, der kostet auch so 150 Euro, 200 Euro für 100 ml. Deswegen vom Preis her kann man sagen, ist noch menschlich, ist noch human. Kann man machen, wenn man möchte. Und so kommen wir auch schon zum ersten. Ich würde schon sagen, es geht immer noch in Richtung Geheimtipp, weil viele den echt noch nicht kennen und ich auch vor allem im Discord, also ich habe im Discord auch ein bisschen nachgeforscht, also generell, ihr wisst, Freunde, wir haben einen Parfüm-Discord, einen Parfüm-Modi-Discord, wo man reintreten kann, aber ich rede heute vom Atkinsons Oud Save the King. Es ist ein Duft, der geht in eine ganz andere Richtung als der vorherige Duft. Mit einem der schönsten Düfte, die ich generell kenne, er riecht sehr reich. Also wenn ich den rieche, er riecht sehr, so ein Wohlfühlduft, vanillig, süß, bisschen holzig, bisschen udig. Also generell, das ist ein Duft, den würde ich an ein Date tragen zum Beispiel. Oder wenn du mit der Mama Kuchen essen gehst am Sonntag. Es ist ein sehr selbstbewusster Duft. Wenn du den trägst, du hast einen Mann vor dir, der im Leben steht. Es ist kein jugendlicher Duft. Es ist ein Duft, wo ich sagen kann, schau, wenn du einen Bart hast oder schon die erste Rolex hast, selber verdient, da muss man schon sagen, Freunde, da macht schon das schon Spaß. Also der Duft, es ist kein Jugendduft, es ist ein du bist im Leben angekommen Duft. Auch nicht so teuer, den findest du bei 100 ml, auch der Flakon, wunderschön, finde ich. Der erinnert mich so ein bisschen an, so kenne ich diese Flachmänner vom Alkohol. Er hat diese Flachmann-Vibes, aber generell den findest du für so zwischen 100 und 150 Euro bei 100 ml. Also ist echt ein kracher Preis. Also für diesen Duft, muss ich sagen, ist der Preis echt sehr fair. Also fast schon zu fair. Deswegen, meine Freunde, Oud Save the King muss man auf der Liste haben. Baba-Duft. Und so komme ich zum ersten Duft, wo ich sagen kann, der ist schon sehr speziell. Also das ist ein Duft, wo du musst auf jeden Fall schon den einen oder anderen Duft in der Sammlung haben und du musst dich auch ein bisschen getrauen, aus der Masse zu stechen. Aber wenn du den feierst und wenn du den tragen kannst, dann ist das ein Signature-Duft. Also es ist ein Duft, der ist sehr stark, sehr lang anhaltend und auch sehr provokant. Und ich muss auch sagen, Freunde, die letzte Dame, die ich so ein bisschen seriöser kennengelernt habe, die hat ihn geliebt. Also die hat gesagt so, ey, meine Haare haben nach dem gerochen und wunderschöner Duft. Ich rede hier vom Marc-Antoine Barrois Ganymede. Also die Brand ist eigentlich eine Nischen-Mode-Brand und die haben zusammen diesen Duft rausgebracht, wo ich echt sagen kann, der riecht
Also der Duft, der riecht nicht natürlich. Es ist ein sehr synthetischer Duft. Der geht in die Richtung von so Molekül. Er hat so eine sehr dezente, so ich sag mal Safrannote. Aber generell, der ist komplett anders. Also das ist auch so der, ich will behaupten, so der einzigartigste Duft auf der Liste, weil der riecht sehr synthetisch. Aber auch weil er synthetisch ist, ist er sehr modern, langanhaltend. Und vor allem, es ist ein Duft, den man so nie riecht. Also wenn du den ownst, dann bist du sehr einzigartig. Deswegen muss ich sagen, Freunde, Marc-Antoine Barrois Ganymede ist echt ein Duft, den man mal gerochen haben muss. Auch für mich noch geht in Richtung Geheimtipp für diesen Winter. Und ich finde auch, bei kalten Tagen kann man auch so krass auch so im Club tragen. So bei einem Meeting, wo du Eier zeigen musst. Deswegen, meine Freunde, muss man auf der Liste haben auf jeden Fall. Und so kommen wir von einem Duft, der sehr speziell ist, zu einem Duft, der, ich würde behaupten, das ist so ein People's Pleaser. Also der Duft, der gefällt jedem. Das ist ein Klassiker. Also die Duft-DNA ist sehr einfach zu tragen. Es ist, blöd gesagt, einer der schönsten Vanilledüfte, die ich kenne. Ich rede hier vom Parfüm de Marly Altair. Es ist ein Duft von der Brand, die sehr gehypt ist. Also PDM kennt schon die meisten wegen Leighton, Carlyle, Oerjan. Aber der Altair, der kam letztes Jahr raus. Und ich muss echt sagen, viele Leute mögen den. Also der hat sich echt etabliert. Und ich kann auch vor allem dir das Tipp geben an die jüngeren Leute. Sagen wir, du bist noch so 16, 17, 18 Jahre jung. Das ist ein Duft, mit dem machst du nichts falsch. Also ungelogen, er riecht halt sehr so nach so Bourbon, Vanille, sehr süß. Es ist einfach ein schöner, witziger, süßer Duft. Also für den wirst du auch Komplimente bekommen. Der hat auch eine gute Haltbarkeit. Es ist einfach ein guter Allrounder. Sagen wir, du brauchst nur einen Duft und das auch ein bisschen Geld. Also der kostet, glaube ich, so 180, 200 Euro für 100 ml. Also der ist nicht günstig, aber der bringt dir schon was für dein Geld. Also sagen wir, du bist bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dann bist du mit dem sicher. Auch wenn du ein Geschenk brauchst für irgendwie deinen Freund oder sagen wir, keine Ahnung, irgendjemand, ein gutes Geschenk und du bist bereit, Geld auszugeben, Altair ist ein Blind Buy. Ungelogen, Freunde, ist ein Klassiker, machst nichts falsch. Der wird auch im nächsten Jahr gut ankommen, deswegen muss man auch mal gerochen haben, meine Freunde. Und so kommen wir auch zum ersten Lederduft auf der Liste. Also ich glaube, die meisten von euch wissen, ich liebe Lederdüfte. Vor allem, ich trage auch viele Lederjacken im Winter. Also ich finde, es gibt keine bessere Jahreszeit, als im Winter so eine coole Lederjacke zu rocken. Und ich rede hier von einem Duft, der ist, also viele Leute finden so Lederdüfte so love it or hate it. Aber heute habe ich einen Duft, wo ich sagen kann, der gefällt auch Leuten, die nicht so viel zu tun haben mit Lederdüften. Es ist von der Brand Schwarzlose Berlin. Es ist der Leder Nummer 6. Also wie der Name sagt, ist eine Brand aus Deutschland. Und der Duft, ey Baba, also ungelogen. Es ist ein Duft, der riecht so nach Leder, aber der hat so eine unglaublich schöne Süße drin. Also, ey, ich liebe diesen Duft. Vor allem, den kann man auch schön layern mit anderen so alkoholischen Düften. Deswegen muss ich sagen, meine Freunde, wer sagen wir, einen Lederduft sucht oder noch keine Collection hat und sagen wir auch noch nicht so erfahren ist in dieser Nische, ey, Leder 6, den muss man haben. Also das ist einfach zu tragen, Leute lieben den und vor allem, die meisten assoziieren Lederdüfte sehr maskulin. Aber der kommt auch gut bei Frauen an. Also Frauen haben, ich kann schon sagen, Freunde, der gute Andy Abi, der hat auf jeden Fall die ein oder andere Dame schon mit diesem Duft kennengelernt und ich habe nur Gutes gehört. Deswegen Leder Nummer 6, er ist auch wieder mal ganz anders als die anderen Düfte, aber ist auf jeden Fall, muss auf die Liste drauf, muss man mal gerochen haben. Gutes Ding. Und ihr wisst, meine Freunde, im Winter gehen wir auch sehr, sehr gerne feiern und ein Duft, wo ich meine Hand ins Feuer halten kann, wo ich sagen kann, das ist eigentlich Top 5 größten Annie-Düfte. Das ist auch einer der Düfte, die ich in den letzten Jahren, letzten 2-3 Jahre mit am meisten benutzt habe. Es ist der Serjoff Tony Iommi Monkey Special, die erste Version. Und meine Freunde, diesen Duft, den habe ich rasiert. Also viele kommen auch zu mir und sagen, ey Bro, der Tony Iommi, das ist der Annie-Duft. Und das ist ein Duft, wenn du sagen, wie ich so ein bisschen so, also ihr wisst, Freunde, ich bin ein sehr lauter Mann, ich bin auch ein sehr selbstbewusster Mann, ich gehe gern feiern, ich bin viel unterwegs und diese Passionsfrucht zusammen mit Leder, zusammen mit Rum, Bruder, ich liebe diesen Duft, also ungelogen, es ist ein Kracher, der hat eine lange Haltbarkeit, der hat eine sehr schöne Entwicklung, der startet so sehr, sehr süß, sehr,
sehr laut und wird immer ledriger und maskuliner. Und vor allem im Club, wenn du, sagen wir, mehr mit der, wo die Nase sehr, sehr viel Impact hat, weil es oft dunkel, so, man ist angetrunken, da sind die Sinne in der Nase sehr wichtig. Da muss ich sagen, meine Freunde, ihr wisst, ich bin jemand, ich bin kein Gatekeeper. Ich teile gerne mein Wissen, ich teile gerne meine Erfahrung und an der Stelle Like und Abo für mehr solche Videos. Aber Tony Iommi, da muss man mal gerochen haben. Der wurde auch relativ Mainstream, den kann man auch im Douglas mal riechen. Deswegen, meine Friends, muss man sicher auf der Liste haben, muss man mal gerochen haben in der Nase. Top Ding, Tony Iommi. Und meine Freunde, ich weiß, dass viele von euch gerne so orientalische Düfte haben und deswegen wollte ich auch einen Duft inkludieren, wo ich sagen kann, für die Bres, die gerne so diese rosigen, orientalischen, Safran, Gewürzdüfte haben, habe ich einen Duft, wo ich auch sagen kann, obwohl es nicht so meine Düfte sind, der ist wunderschön. Ich rede hier vom Vidian Sahara No. 2. Also erstmal, der Flakon ist auch unglaublich krass. Also vom Deckel zum Flakon selbst, wirklich sehr gelungen von der Brand aus dem Nahen Osten. Aber auch sonst der Duft. Es ist ein Duft, der riecht auch sehr, sehr reich. Also wenn du den drauf hast, dazu passt so ein dicker Mantel, so ein beiger Mantel, schöne Boots, vielleicht ein teures Auto, so ein Range Rover oder sonst was. Das ist ein Duft, wo man sagen kann, ey, man muss sich leisten können. Also der ist auch ein bisschen teurer, ich glaube so 250, 300 Euro. Aber wenn du diese Aura hast, auch wieder von einem Mann, der was erreicht hat, ein Mann, der einfach seine eigene Meinung haben darf und auch blöd gesagt, ein Mann, der sich, sagen wir, einen Auftritt leisten kann, der ist mit dem Sahara 2 sehr gut dabei. Also generell, ihr wisst, ich rede immer von Beispielen. Wenn du dich betroffen fühlst von dem, was ich erzähle, dann geh einfach den Duft testen. Also auch bei diesem Duft kann ich sagen, es ist ein Duft, der hat so Präsenz. Also ich trage ihn auch nicht so oft. Also wenn ich ihn trage, dann mache ich schon ein paar Spritzer. Aber oft höre ich so, Bruder, was ist für ein Duft? Der riecht so einzigartig, ich habe noch nie sowas gerochen. Und das sind die Dinge, die ich hören möchte. Deswegen Sahara 2 von der Brand Vidian. Ich mag generell die Brand sehr und deswegen ist ein guter Einsteiger Vidian. Der ist schon speziell, aber viele Leute mögen den. Deswegen auf jeden Fall mal abchecken, meine Freunde. Und Freunde, wir haben noch zwei Düfte auf der Liste und es sind beides, ich würde mal behaupten, Geheimtipps. Der eine ist relativ teuer und der andere kostet, glaube ich, 50 oder 60 Euro. Muss wirklich jeder in der Sammlung haben. Aber den ersten Duft, der ein bisschen teurer ist, aber ich auch sagen kann, das ist ein unglaublich schöner Date, Verführer, auch Signature-Duft. Ich rede hier vom Parfum Delmar Elixir d'Amour. Also abgesehen vom wunderschönen Flakon, muss ich sagen, der Duft, also diese Karamell, Himbeer, Oud. Also er startet auch hier wieder sehr süß, aber er wird immer so oudiger, bisschen gourmandig. Und es ist einfach ein, wie der Name sagt, Elixir d'Amour. Es ist so ein Liebeselixier. Also wenn ich den rieche, er ist auch hier auch wieder unisex, aber er riecht sehr verführerisch. Also wenn ich den rieche, ich werde ihn auf jeden Fall beim ein oder anderen Date im Winter benutzen, weil er riecht so ein bisschen mysteriös, sehr sexy, aber auf jeden Fall, der ist stark, aber nicht zu stark. Also wisst ihr, so viele Oud-Düfte, die gehen einem nach einer Weile auf die Eier. Aber bei diesem Duft, ich hatte ihn auch dabei, ich war letztens in Bratislava bei meiner besten Freundin zu Besuch und sie hat mir auch gesagt, wow, was ein schöner Duft. Und ich war auch mit ihm feiern. Ich muss echt sagen, Freunde, das ist so ein Confidence Booster. Wenn du dich echt so ab und zu, du schaust im Spiegel und denkst so, Bruder, jetzt so ein Duft, wo ich mich noch so sexy fühlen kann, das ist er, Freunde. Und er ist auch relativ schwer, also für den Winter echt perfekt. Deswegen, meine Freunde, den haben auch die wenigsten auf dem Schirm, Elixir d'Amour von Parfum Delmar ist echt ein Kracher. Muss ich echt sagen, Geheimtipp, kennen noch nicht viele. Muss man auf jeden Fall reinschauen, meine Freunde. Und Freunde, jetzt kommen wir zum letzten Duft, wo ich einfach sagen kann, ey, den muss eigentlich jeder mal gerochen haben, vor allem wer diese DNA mag. Ich rede hier von einem Duft, es ist ein Dupe. Also ihr wisst, Freunde, ich zeige nie Dupes, aber es ist eigentlich der einzige Dupe, der einfach sogar besser ist als der Originale. Und das ist für mich einer der wenigen Gründe, wo ich sagen kann, ey, da muss ich einfach empfehlen. Weil ihr wisst, Freunde, ich bin ein Mann, ein Man of Culture, deswegen, ich will einfach das Beste für euch, damit ihr die besten Düfte habt im Winter, damit ihr die beste Performance habt. Und jetzt muss ich sagen, Freunde, der Aramane Amber Oud Tobacco Edition, das ist einfach der große, testosteronbefüllte Bruder vom Klassiker Tobacco Vanille von Tom Ford. Also ich glaube, jeder von euch, der mich auch auf Mode-Content verfolgt, weiß, ich bin ein großer Fan von Tom Ford. Und der Duft,
Ey Bruder, es ist einfach der perfekte, es ist einfach Tabak und Vanille. Es ist einfach genau, was man möchte. Wenn du gerne diese süßen, wenn du gerne diesen süßen, fruchtigen Tabak hast, zusammen mit der Vanillenote, dieser Duft, es ist zwar ein Dupe, aber ich muss sagen, das ist der beste Dupe, den ich kenne. Es ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, der Tobacco Vanille, erstmal, es ist unglaublich frech, wie den echt runtergepatcht haben. Der wurde immer schlechter und schlechter und schlechter. Also Tom Ford hat echt sehr viel Geld gespart und auch die Preise hochgetrieben. Da muss ich einfach sagen, das kann ich nicht mehr unterstützen, auch wenn ich die Brand mag. Ey, das ist einfach verkehrt. Hier bekommst du für 60 Euro, glaube ich, einen Duft, der ist besser, krasser und günstiger. Und das, da muss ich einfach sagen, meine Freunde, da muss man zuschlagen. Deswegen, Friends, wer gerne diese Tobacco-Vanille-DNA hat, eben diese fruchtige Tobacco mit dieser süßen Vanille, das ist echt ein Must-Have für diesen Winter. Bruder, das ist, ey, das ist verflixt. Das ist einfach ein Kracher. Deswegen, meine Freunde, das waren die Düfte, die ich vorgestellt habe. Wenn du noch einen krassen Winterduft kennst, den du gerne mit uns teilen möchtest, schreib es gerne in die Kommentare und sonst Like, Abo und bis zum nächsten Video. Peace out.